Eins noch. Da kam vorhin der alte Galotti ganz allein in die Stadt gesprengt. Was will der? Nichts will er. Ein bloßer Spazierritt. Pyro. Seine Tochter wird heute auf dem Gute, von dem er herkommt, dem Grafen Appiani, angetraut. Er kann die Zeit nicht abwarten. Und reitet bald wieder hinaus. Ja? Ja, so bald, dass er dich noch hier trifft, wenn du noch länger verziehst. Du hast doch keinen Anschlag auf ihn vor. Nimm dich in Acht, der Graf ist ein Mann. Kenne ich ihn nicht? Hab ich nicht unter ihm gedient? Wenn darum bloß viel bei ihm zu holen wäre. Wenn reiten die jungen Leute nach? Gegen Mittag. Viel Begleitung? In einem einzigen Wagen. Die Mutter, die Tochter und der Graf. Und ein paar Freunde kommen aus Sabioneta als Zeugen. Bediente? Nur zwei. Außer mir, der ich auf Pferden voraufreite. Oh, das ist gut. Eins noch. Wessen ist die Equipage? Ist es eure oder die des Grafen? Ja, die des Grafen. Da ist noch ein Vorreiter aus einem handfesten Kutscher. Doch kann man das... Was hast du vor? Ein bisschen Geld und Schmuck von der Braut wird schwerlich lohnen. Schöne und ihrer die Braut selbst. Und ich soll dein Mitschuldiger sein, ja? Du reitest vor auch. Reite doch. Reite. Und kehre dich an nichts. Nimmermehr. Wie? Ich glaube wohl gar, du möchtest den Gewissenhaften spielen, Bursche. Ich denke, du kennst mich, wo du plauderst, wo sich ein einziger Umstand anders findet, als du ihn mir angegeben. Angelo, um Gottes Willen. Tu, was du nicht lassen kannst. Tu, was du nicht lassen kannst. Lass dich den Teufel an einem Haare fassen und du bist sein auf ewig. Ich Unglücklicher.